Hallo liebe Spielende, zum nächsten Teil. Wir sind heute unterwegs in Destiny und werden uns zum Grabschiff begeben. Dort werden wir eine Mission machen für den König der Besessenen. Ihr seht, hier habe ich gerade noch so einen Raid offen. Den werde ich auf jeden Fall auch mal machen, wenn ich mal 290 Lichtlevel habe. Aber hier habe ich noch eine Patrouille offen, die ich erledigen muss. Gehe an Bord des Grabschiffs des Königs der Besessenen. Beweise, dass die Vorhut der Schar und den Besessenen überlegen ist. Dass die Vorhut der Schar und den Besessenen überlegen ist. Okay, ja. Ein bisschen komplizierter Satz, aber ist gut gemeint. Level 35 ist das. Und warum mache ich das? Wir gucken mal gerade hier in den Fortschritt rein bei den Quests. Ja, gut, das hatten wir das letzte Mal. Kehre zum Gefängnis zurück. Dann haben wir hier Neuschmiedung des Schwertes. Sammle Hadiumflocken auf dem Grabschiff sowie Partikel des Lichts, um das Stück zu reinigen. Wir möchten nämlich hier ein Schwert weiterbauen. Wir haben nämlich ein Schwert bekommen und dafür müssen wir jetzt Hadiumflocken haben und Partikel des Lichts. Wie das genau aussieht, das werden wir jetzt gleich sehen. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal auf Patrouille und vielleicht kriegen wir auch ein schickes Engramm oder sowas. Und dann machen wir uns mal einfach auf den Weg und werden das ganze Ding mal patrouillieren und alles vernichten, was uns in den Weg kommt. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange und zu viel suchen. Das Grabschiff ist ja doch relativ schwierig gewesen, als ich 40 war. Und Lichtlevel 220, 230. Jetzt bin ich ja mittlerweile 260, 70 schon. Vielleicht wird es ja doch ein bisschen einfacher werden. Ich bin mal schwer gespannt. Und was passiert jetzt? Im Moment passiert nicht viel. Aha, da sind wir. An dieses Schiff muss man sich definitiv erst gewöhnen. Genau, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Und wir sehen schon, da sind ein paar Sachen, die wir finden müssen. Also einmal hier in 70 Metern. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Mission ist. Doch klar, das blinkt jetzt. Da kriegen wir eine Mission jetzt hier fürs Grabschiff. Das ist ja bei der Patrouille so. Da muss man ja eigentlich irgendwas erledigen. So. Hier liegen Berichte vor, dass es überall auf dem Grabschiff wertvolles Material und Vorräte gibt. Stopf dir die Taschen voll, Hüter. Genau, stopf dir die Taschen voll. Und dafür müssen wir Metallfadenadern jagen. Okay. Jage mit Metallfadernadern ausgestattete Kabale. Okay, also wir müssen Kabale töten, würde ich mal sagen. Das hört sich jetzt jedenfalls so an. Da vorne kämpfen die eigentlich auch immer. Genau, da sind auch schon welche. Das sind keine Kabale, das sind Ritter, die sind ein bisschen fies jetzt gerade. Wenn man denen mitten ins Gesicht springt. Gut, die gehen aber schön down. Nur wir suchen ja was anderes. Ja, da haben wir schon so eine Ader. 8%, okay. Müssen wir also so 13, 14 Stück noch suchen. Ja, jetzt müssen wir den noch erledigen. Jawohl. Ja, das geht doch super. So schwer ist das nicht, aber trotzdem die Sachen, die ich hier finden muss, das ist natürlich jetzt ein Problem. Was muss ich denn finden? Die Neuschmiedung des Schwertes. Hm. Sagt mir jetzt nicht viel. Oh, der ist gut. Vielleicht lässt auch was Tolles liegen. Ein Weisenzweig, okay. War jetzt nicht so prickelnd, was er liegen gelassen hat. Was ist das? Ein Fragment. Kalifiziertes Fragment. Okay. Das kann ich bis jetzt noch nicht. Hat auf jeden Fall geblinkt. Das war schon mal ganz interessant. Aber wofür das jetzt gut war, fragt mich nicht. Wenn ich ein bisschen mal einen Anhaltspunkt hätte, was ich hier überhaupt suche jetzt. Also irgendwie. Hier haben wir jetzt noch Wurmsporen. So, die brauchen wir jetzt auch nur zum Craften mal. Boah, was da für dicke Zenturis rauskommen, ne? So. Ha,
Ach, blaues Engram. Sehr schön. Na, 46%, 54%, das dauert hier noch ein bisschen was. Aber ich bleibe jetzt gerade mal hier, weil ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ne? Also, hier steht doch ganz klar, sammle Hadiumflocken auf dem Grabschiff sowie Partikel des Lichts, um das Stück zu reinigen. Ja, gute Frage. Ich ziehe jetzt mal das Schwert an, vielleicht muss ich das anhaben, damit es überhaupt funktioniert. So, 293 haben wir jetzt. Und, tjo, da haben wir ein schickes Schwert, ne? Drehmetall fehlt uns auch ganz schön viel, damit wir überhaupt was davon benutzen können. Ja, mal gucken, wie die Waffe so ist. Okay, wir gehen einfach mal weiter rein. Und da werden ja auch noch ein paar von den Kabalen rumrennen. Wenn ihr wisst, wo diese Hadiumflocken zu bekommen sind oder wie man die bekommt, dann schreibt ruhig gerne in den Chat rein. Ich kann immer Tipps gebrauchen. Destiny ist für mich nämlich immer noch Neuland. Fast so wie das Internet. Man findet gar nichts Besonderes. Ich werde mich jetzt einfach hier durch das ganze Grabschiff ballern und so viel aufsammeln wie geht. Wenn ich denn dann auch irgendwo hinkomme, wo was zum Aufsammeln ist. Hier ist ja kein Mensch, ne? Was ist hier los? Ist gerade Mittagspause, ne? So. Das war doch jetzt mal was. Mhm. Ui. Ein Zieloperant. Okay. Wieder was Grünes gesammelt, okay. Versuchen wir mal die Super jetzt. Ja, jetzt sammeln wir hier gerade Sphären des Lichts und. Okay, die erste Mission ist durch. Jetzt können wir neue Missionen annehmen. Aber es hat noch immer nichts mit Hadiumflocken zu tun gehabt. Wo kriege ich Hadiumflocken her? Da gibt es irgendwas Neues hier. Hä? Ach ja, klar, hier ist irgendwo wieder ein neuer Patrouillenpunkt. Gehen einfach mal da vorne hin. Finde mit dem NAV-Modus Leuchtsignale. Ja, aber ich will ja Hadiumflocken. Ja, nehmen auf jeden Fall alles an Munition mit, was da ist. Na, grünes Zeug brauche ich gerade nicht. Ja, die Waffe wollte ich auch mal austauschen. Ach, hier kann man nicht weiter. Ich gehe jetzt überall nur hin wegen den Hadiumflocken. Ne? Ich mache das jetzt nicht aus Jux und Dollerei. Ich weiß noch nicht mal, wie die aussehen. Habe ich sowas im Gepäck? Na, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Blaue Pfeile, schwarzer Wachstum, Haus des Urteilsruf. 03 der Münzen. Klar. Dieses Fragment summt mit besessener Energie. Er weiß vielleicht, wie man es loswerden kann. So, das ist nur noch Müll mittlerweile. Da kriegen wir tote Orbitruf. Ripizorke Rune. Ja, ist klar. Relikteisen. Da, Hadiumflocken. Reagiert das Metall, das die Energie von allem, was es ausgesetzt hat, speichert. Sieht auf jeden Fall nach diesem Zeug aus. Diese Wand ist nicht aktiv, genau. Reagiertes Metall. Was machen wir dann damit? Abgeben. Komm. Ist ja nicht mehr aktiv. So, weg damit. So, exotisches Bruchstück. Hm. Lichtpartikel haben wir auch.
Dann kann man ja mal eins benutzen, ne? So. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Vor allen Dingen, was dieses Schwert jetzt genau von mir will. Steht hier auch nicht, sammel genau 5 Stück oder so. Ja, das war ja wieder super getroffen, ey. Zack, das war aber super getroffen. Geist einsetzen, okay. Ich habe irgendwas kaputt gemacht, oder? Was hat der Geist jetzt hier gemacht? Ich habe keine Ahnung. Also, wie viel Hadiumflocken brauchen wir denn? Steht dafür irgendwas da drin? Steht nirgendwo was drin. Die Neuschmiedung des Schwertes. Unvollständig. Das ist alles, was da steht. Lichtpartikel habe ich 50 Stück. Wenn ich mal wüsste, wo ich damit hin muss. Okay. Wann kommt denn die nächste Mission? Kann ja auch nicht sein, dass hier überhaupt gar keine Missionen sind in dem ganzen Raumschiff, oder? Ziemlich dünn besiedelt das ganze Ding hier. Ja, aber sieht echt so aus. Hier ist nichts los. Tote Hose hier. Voll langweilig. Ah, da ist ein anderer Spieler. Hier haben wir auch nichts. Vielleicht gibt es dann da Hadiumflocken. So. Jetzt wird es doch mal interessant. Okay, bevor ich mich jetzt hier weiter mit diesen Viechern rumschlage. Da, was ist hier? Beute. Jawohl. Und Hadiumflocke. Jawohl, da haben wir mal eine. Und sterben auch sofort. Buddhism. Ja, geht gut so. Alles zerstören. Wunderbar. Aber da ist eine Mission. Nehmen wir uns die mal an. Von einem Gefecht zwischen Schar und Kabalen bei dir in der Nähe gehört. Schau es dir an und sag mir, was vor sich geht. Jo, die schlagen sich so ein bisschen. Ei, hey, da ist ein Name oder sowas. Preisrichterrune, was alles gibt. Ja. Hatte ich auch noch keine bis jetzt. Gestürzt sind, oder? Soll ich hin, wie es aussieht? Da oben liegt noch mehr Beute. Da. Oh, schade. Moment. Die möchte ich aber haben. Die brauchen wir jetzt aber. Ah, müsste passen von hier aus. Na komm, komm. Jawohl, ja. So, Hadiumflocke. Noch mehr. Hier haben wir wieder einen Computer, mit dem können wir diesmal nichts anstellen. Hm. Wir haben auf jeden Fall schon 2 Hadiumflocken gesammelt jetzt. Vorne ist wieder eine Wurmspore. Die nehmen wir auch mit. Aber schon hier Platz. Okay,
Okay, hier vorne müsste irgendwo der Absturz sein. Da sollen wir auf jeden Fall hin jetzt in die Richtung. Ah ja, jetzt sind wir einmal außen rum. Also in den Truhen sind auf jeden Fall Hadiumflocken drin. Nur wie viele, wieso und warum, steht nirgendwo. Ich habe nämlich jetzt 5 Stück bis jetzt. So, da vorne. Absturz entdeckt. Ja, das hatten wir ja alles schon mal. Der Kampf zwischen den Kabalen, ja, genau. Na, weg ist er. Wieder ein schönes Engramm. Da oben soll ich drauf. Sieht fast so aus, oder? So. Jawohl. Was die einem hier vorschreiben, wo man sich genau hinstellen soll. Sieh dir diese Zerstörung an. Ist irgendwie schön. Auf eine neoklassizistische, nachgesellschaftliche Art. Okay. Das war es jetzt wieder dafür. Neuschmiedung des Schwertes. Aha. Erfordert Himmelsbrenner Kommando Leuchtbarke. What the? Was? Erfordert Himmelsbrenner Kommando Leuchtbarke. Was ist das und wo krieg ich das? Und wie funktioniert das? Leute, ich brauche Hilfe. Mit dem Grabschiff habe ich keine Ahnung, was ich hier alles machen soll. Die lassen einen ganz schön allein mit der Quest irgendwie, ne? Die sagen, da geh ja einfach mal hin, ne? Hol dir einfach mal hier diese komischen Flocken und Lichtpartikel. Die sagen aber nicht, ja, wenn du 40 Stück hast, ist alles okay. Oder wenn du 10 Stück hast. So, muss erstmal eine neue Mission, damit es wieder Sinn macht, hier rumzurennen. So. Okay, ich habe hier ein paar Sensordaten. Um dich herum sind hohe Ausschläge verzeichnet. Beweg dich, wir brauchen Messungen aus der Nähe und zwar pronto. Jo, Ladung angesammelt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Da vorne ist auf jeden Fall irgendwas Leuchtendes. Gut, damit sind das Hadiumflocken. Oh, man weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall kann man sie nicht einsammeln, die Sachen. So, hier waren wir heute noch nicht. Gehen wir mal hier patrouillieren. Alles, was nach Hadiumflocken aussieht, soll sich bitte melden. Ich gucke nochmal gerade in die Quest. Also, was steht denn da? Wenn ich da jetzt rein gesammle, Hadiumflocken auf dem Grabschiff sowie Partikel des Lichts, um das Stück zu reinigen. Hadium reagiert auf das Licht der Dunkelheit. Auf dem Grabschiff sollte reichlich davon vorhanden sein. Jo. Ich habe ja jetzt auch schon wieder 2 gesammelt. Aber wie viel muss ich sammeln? Leute, was ist das? Eine mysteriöse Rune. Die Aura passt sich der Schar, die zwischen den Ebenen wechseln und Pero jage die versteckten besessenen Bedrohung. Okay. Preisrichterrune, was es alles gibt, ne? So, das hier sind die Hadiumflocken. Davon habe ich jetzt 5 Stück. Aber so wirklich sagt mir das auch noch nichts. Wir suchen einfach weiter. Theoretisch
müsste es da ja noch irgendwas an Infos geben hier. Aha. Hier ist doch mal viel Action. Da leuchtet was, da gehen wir doch sofort mal hin. Da hinten bewegt sich ganz viel. Hexen werden teleportiert. Ladung angesammelt. So, das war jetzt Ladung. Da oben ist noch mehr Ladung, da ist auch noch Ladung. So. Ich darf wohl nicht zu lange Pause zwischen den Ladungen machen. Eiowei. Das ist ja mal heftig. Ladung. Also wie soll das denn jetzt bitte gehen? Noch mehr so ein Quatsch. Da geht voll die Action ab. Mal durch. Ja. Irgendwie funktioniert das nicht so wirklich. Die Ladung nimmt gerade wieder völlig ab hier. Leute, was für ein Schrott. So ist 63. Er nervt mich nicht, ich muss da vorbei. ...65, 67, 62. So, wenn jetzt relativ zügig das Ganze geht. Alter Schwede. Was eine blöde Rumhüpferei. Das geht nicht. Das ist eine Scheißquest. Das ist eine richtig Scheißquest. So. Sind wir bei 62 Ladung, bis ich da vorne bin, ist schon wieder alles vorbei. Da! Das war mir jetzt auch zu blöd. Also, so eine Scheiße, das gibt's ja gar nicht. Also, wer hat denn diesen Mist sich ausgedacht? Das ist ja wohl das allerletzte. Na komm, dann gehen wir hier mal den Leuten helfen. Was ist das? Sieht gut aus. Mal nicht so, ne? So, schön mit aufgeräumt hier, Truhe freigeschaltet. Aber was für eine Truhe haben wir denn jetzt hier freigeschaltet? Da ist die Truhe. Warum kann ich da nichts rausnehmen? Boah. Wie fies. Warum werde ich hier gerade gekillt? Von was? Okay.
habe hier gerade überhaupt gar keine Ahnung, was hier abgeht. Ich will doch nur diese Fragmente. Ganz schön viel los hier auf dem Grabschiff. Okay. Was ein Stress. So, jetzt fängst du hier wieder mit den Ladungen an. So, Ladung Nummer 1. Ladung Nummer 2. Ladung Nummer 3. Ladung Nummer 4. 5. Und jetzt? Ich habe einen kompletten Zyklus von Sensordaten für den Turm. Aha. Was für eine Schrottmission das war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Okay. Das haben wir jetzt. Aber was da in der Mitte abgeht, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Hier ist auf jeden Fall ziemlich viel los. Aber schon wieder keine Fragmente, ne? Ich schicke dir die Koordinaten eines sehr wichtigen Ziels auf deinen Geist. Wenn du es eliminierst, dann lasse ich ein Kopfgeld springen. Scharanführer. Okay, jetzt sollen wir mal was Interessantes töten. Vielleicht gibt es da ja dann auch eine Truhe bei, da ich meine komischen Fragmente weiterbekomme. Wirklich klar wird mir hier nicht, wo ich noch mehr von den Dingern finde. Da sind aber auch keine Truhen da irgendwie. Okay, hier haben wir die nächste Ecke. Hier müssen wir auch lang. Igidigit. Wird es auch noch pilzig hier. Okay. Nichts Besonderes zu sehen. Da soll irgendwo der Scharanführer sein. Aber wo? Mein Gott, ist das ein Riesenraumschiff. Ist ja richtig was zu erkunden hier. Ah, da hinten liegt aber was. Jetzt habe ich aber mal was gesehen. Na toll. Ein toter Geist und ich komme... Doch, da. Jetzt. Moment. Nee, das war... Wieder so ein Fragment. Das ist wieder so ein qualifiziertes Fragment. Das ist schon wieder irgendwas, wo ich nicht genau weiß, was das sein soll. Wo ist der Schar? Der ist hier irgendwo. Die Fragmente findet man ja gut, aber ich würde lieber die Sachen für das Schwert finden. Ist er das? Nee. Nur eine langweilige Hexe. Ach, der war meistens hier unten, ne? Und da finden wir bestimmt noch was Besonderes jetzt hier. Guck mal, hier leuchtet doch was. Ah. Unwichtig.
aus Bären das Licht erzeugt. Was wollen die von mir? Da unten scheint irgendwo zu sein. Nervt mich nicht, ich bin im Laden. Das war's schon. Okay, weiter. Oh, das war ja einfach. Aber keine Truhe. Von daher immer noch nicht, was wir eigentlich brauchen. Da liegt schwere Munition, aber so wirklich brauche ich was anderes. Dieses Schiff hier zu patrouillieren ist irgendwie schwer langweilig. Habe ich das schon mal erwähnt? Super langweilig sogar. Also da haben sie sich ja einen Quatsch einfallen lassen. Wo sind wir jetzt? Neue Ecke hier. Toll, das war doch mal super daneben geschossen. Zu schön zerfallen. Keinerlei Truhen. Hinweis, was man tun soll. Lästig. Neuschmieden des Schwertes. Ich glaube, ich gehe mal ins Internet, um das zu verstehen, was ich da machen muss. Hui. Ja, erschreckt. Ja, toll. Das wäre das blöde Ding darunter. So. Interessantes Gerät. Nee, kann man nichts mehr groß machen. Faszinierend. Patrouille geht auch hier lang mehr. Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was erledigt und Ruf bekommen und so, aber ich hätte natürlich doch lieber. Ich muss hier wieder raus. Ob das mal gut geht hier. Na komm, 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 komm. Boah, hängt an der. So, haben wir das auch. Wo ist der nächste Patrouillenpunkt? Jawohl, Geist ist upgradebar. Ach, jetzt sind wir oben, da an der Stelle, wo wir gerade unten gekämpft haben. Dann lassen wir uns jetzt hier mal nicht runterfallen. Und wir sind in einer Sackgasse angekommen.
Ich guck mal gerade, was ich hiermit machen kann. Details. Benutze Deckung effektiv. Verursacht Waffenschaden. Benutze eine mächtige Waffe, um den Angriffswert dieser Waffe zu erhöhen. Lichtpartikel, Waffenteile, legendären Marken. Benutze eine mächtige Waffe, um den Angriffswert. Trimetall, Trimetall. What the? So, was haben wir hier? Disziplinbonus. Naja, auch nicht wirklich. Spare vom Ei. Yeah, blaues Engramm. Nehmen wir doch mal mit, ne? Engramme findet man ja schon, aber das ist ja nicht das, wofür ich hier bin. Ich will ja eigentlich die Quest weitermachen. Wisst ihr was? Ich gucke einfach mal in der im Internet nach, weil das mir jetzt echt zum Blöd hier so rumgerenne. Also die Quest heißt Ein gebrochener Wille. Und das ist ja von Destiny. Ein gebrochener Wille. Und mal gucken, was man dafür machen muss. So, auf jeden Fall findet man schon. Schwert-Missionsguide. König der Besessenen. So bekommt ihr ein Schwert. Tja. Da fragt man sich doch, wie denn? Wir verraten euch, welches Material ihr dazu benötigt. Was haben wir denn hier? Ein Schwert in Destiny. Wie cool ist das denn? Ja, neue Waffenkategorie, Schwerter, haben wir alles schon. Beendet die Story, haben wir das Schwert als Belohnung. Geht dann und redet mit ihm so. Dieser benötigt von euch zum Schmieden der Waffe 25 Hadiumflocken und 10 Lichtpartikel. Jetzt wissen wir doch schon mehr. Was haben wir hier eigentlich? Ah ja, genau. 15 Besessenen im Nahkampf. Schaden auf dem Grabschiff. Okay. Ja, kann man ja auch mal machen. Ja, das war doch jetzt mal eine Aussage. 25 Hadiumflocken. Ich habe gerade mal 5. Das dauert ja ewig. Was ist das denn bitte schön? Wie viel Lichtpartikel? Lichtpartikel haben wir egal. Das ist alles gar kein Thema. Die Lichtpartikel da, die 5 Stück, die haben wir aber 25, ne 10 Lichtpartikel, aber 25 Heliumflocken. Wollen die mich vergackeiern? Oh mein Gott. Na, mein Schwert hat auf jeden Fall was Neues bekommen. Ich habe jetzt ein bisschen Apps genommen. Das Problem ist, dass ja auch jedes einzelne Dinge nur in der Truhe drin ist. Wenn du also keine Truhe hast hier in dem Grabschiff, dann kannst du auch nicht groß Hadiumflocken bekommen. Was für eine langweilige Aufgabe. Ich glaube, da mache ich jetzt einfach mal nicht mehr mit weiter. Bin ich irgendwie zu blöd. Für ein kleines. Gucken, wie die reinfallen. Boah. Korrekt. Für eine kleine Aufgabe so einen Stress zu machen, das ist aber irgendwie zu viel. Wie soll ich denn jetzt hier noch 20 Flocken holen? Ey, würde ich hier die nächsten 3 Wochen spielen oder was? Noch mal so eine Mission. Ich gebe dir die Koordinaten eines organisierten Feindangriffs weiter.
Begib dich dorthin. Zerschlage sie und versuche, ihren Kommandanten hervorzulocken. Oh, die pfeift aber rein, die Waffe, wa? Das geht aber gut. Stirb doch auch, Mensch. So einfach stirbt er doch nicht da, ne? Boah. Scheiß Waffe. Ich mag das Schwert nicht. Ist mir gerade so aufgefallen. Jetzt hatte ich den Koloss so schön angehauen. Ist gar nicht gestorben. Da ist noch eine Truhe. Endlich. Jawohl. Nur noch 19 Hadiumflocken. Das Schwert jetzt. Das Schwert ist weg. Was ist das denn für ein Mist? Das Schwert ist nicht mehr da, weil ich keine schwere Munition habe. Man braucht trotzdem sowas Unrealistisches. So ein Schrott. Wenn ich also mit dem Schwert kämpfen will, brauche ich schwere Munition. Das ist ja wohl der letzte Quatsch, den ich je gesehen habe. Ich denke, warum kann ich denn nicht mehr gegen den Koloss da ankämpfen? Ah, noch eine Hadiumflocke. Jawohl, jetzt geht's langsam vorwärts. Und dann liegt das nur daran. Das ist ja wohl der Hammer. Weil ich keine Munition mehr habe. Wer rechnet denn damit? Ja gut, man sieht ja unten in der Ecke, man müsste Munition haben, ne? Aber trotzdem unrealistisch. Obwohl das unrealistisch ist. Da kommt man auch noch mit. Jetzt ist aber kaputt, der doof. So, jetzt habe ich auch wieder Hadiumflocken. Aha, nee, jetzt habe ich auch wieder das Schwert. Jawohl. Na. Okay, jetzt 5 Schläge habe ich jetzt wohl noch damit, oder was? 1, 2. Ja, genau so sieht es aus. Und das war's schon wieder. Kein Schwert mehr. Faszinierend. So. Ach so, eigentlich habe ich ja eine ganz andere Aufgabe. Ich habe gar nicht die Aufgabe, hier alles zu töten. Da hinten soll ich hin irgendwo. Da haben wir die nächste und wieder Hadiumflocken. Tja, wenn man dann weiß, wo die ganzen Truhen stehen, dann hat man nicht so das Riesenproblem, ne? Dann geht's relativ zügig. Ich weiß natürlich nicht, wo die stehen. Das war doch mal wieder super getroffen. Alles mitnehmen, was man so finden kann. Wo ist die Quest? Ich mache noch eine Quest. Vorne.
Und da machen wir für heute Schluss, weil die Flocken, die kann ich auch ohne euch sammeln. Da braucht ihr euch nicht die ganze Zeit hier sowas Langweiliges anzugucken. Das ist ja nur Kämpferei. Und Level 35 sind ja nun wirklich auch nicht so schwere Mobs. Das geht hier relativ zügig. So, hier sind wir eben runtergegangen. Jetzt gehen wir hier mal wieder hoch. Und, jawohl, irgendwo hier soll diese besessenen Fäule sein. Hier von mal eine Map zu haben, wäre nicht schlecht, ne? Irgendwie ist das so unübersichtlich, dieses Ding. So. Da oben müssen wir lang. Okay, jetzt irgendwo hier. Gut. Schnapp. Sind wir immer noch nicht richtig? Da lang. Schön geplatzt. Da in diesen einen kleinen Gang hinein. So. Boah, was ein Weg. Stunden später. Naja, ich würde auch lieber raiden in dem Spiel, wenn es sowas gibt wie LFR Raid, ne? Wie bei World of Warcraft. Looking for Schlachtzug Raid, ne? Also random Schlachtzug. Weil dieses Gesuche nach irgendwelchen Leuten auf einer Internetseite ist irgendwie schon nervig. Ui. Boah, Glück gehabt, wa? Zack. So. Da sind wir doch schon wieder in einem neuen Bereich. Besessenen Fäule eliminiert. Tja, 0%. Wie weit ist es denn noch? Oh, ich laufe mir hier ja die Füße wund in dem Ding. Hä? Aha. Seid ihr die Faulen? Nö. Warum habt ihr keine Truhe hier? Ich bräuchte eine Truhe mit diesen Items. So. Da lang geht's. Ach, jetzt geht's hier wieder über diese unsichtbaren Brücken. Okay, das ist wenigstens eine durchgehende. Fast durchgehend. Ah ja, da an der Seite, wo es rausgeht. Da müsste aber auch eine Truhe liegen. Genau. Hier gibt es bestimmt irgendwo eine Truhe. So, das brauchte ich für den Grabschiff-Faustkampf. Warum habe ich das gerade so gemacht? Noch auf die Gates. So. Und ein blaues Engramm. Ah, die ist schon wieder voll. Also die Super ist schon wieder voll. Noch 30%, dann haben wir die Quest auch. Das kommt auf uns zu. Eliminiere Ballwurfschild von Oryx. Krass, geil. Richtigen Link soll ich noch eliminieren.
ich das mal vorher gewusst, hätte ich nicht die Super verbraucht. Na toll. Hätte man mal vorher wissen müssen. Den habe ich aber auch, soweit ich weiß, noch nie gekillt. Oh Mann. Was tut man sich nicht alles an für sein neues Schwert? So aus, ey. Das dauert ja ewig, das Ding zu killen. Mann, oh Mann. So. Bisschen Munition wieder zusammen gesammelt. Oh. Vielleicht war was super. Okay, dauert glaube ich nicht mehr lang. Ups. Dann müssten wir ihn haben. Jawohl, ja. Ich weiß nicht, wie viel Kontrolle Oryx hier hat. Sogar tot. Das war's für ihn. Boah. Der war ja jetzt gar nicht mal so einfach. Aber ich sehe immer noch keine Truhe. Das, warum ich eigentlich hier bin, sehe ich schon wieder nicht hier. Gehen wir mal auf die andere Seite vom Raum. Da muss ja wohl irgendwo eine Truhe rumhängen. Naja. Auf jeden Fall war es das jetzt für heute. Das war doch mal ein wenig das Grabschiff-Patrouillieren mit verschiedenen Missionen, mit verschiedenen Truhenstandorten, mit einigen von diesen Schmiedebrocken, die wir brauchen für das Schwert. Jetzt gucken wir gleich mal. Eigentlich müsste ich jetzt 8 oder so haben. Ja, keine einzige Truhe da. Das ist ja faszinierend, ne? Dann gucken wir doch mal hier nochmal ins Weltall hinein mit einem Blick in das riesige Weltall. Verabschieden wir uns dann vom Grabschiff. Nee, was ist das schön? So, so was Schönes haben wir lange nicht mehr gesehen. So, dann einmal hier noch Krotas Ruf abschließen. Der Feind meines Feindes. So, und dann noch ein bisschen davon. Sehr schön. Jetzt. Wir sehen wieder nicht, wie viel wir noch brauchen. Also insgesamt 25 haben wir raus. Und hier haben wir 8. Jawohl. Fehlen doch noch ein paar. Und dann nehme ich hier noch das Leichtgewicht dazu. Das ist ja schon mal ganz gut. Querschlägergeschosse. Wenn gehalten, gibt dir diese Waffe plus 2 Charakteragilität. Mit Keramik und Mantel Geschosse prallen von harten Oberflächen an. In extrem
Objekte lernt sich mehr geschossen in Reserve tragen. Zusätzliche Massen verlangsamt die Handhabung der Waffe. Handhabung. Langsamer. Die ist doch schon langsam genug, die Waffe, oder? Naja. Haben wir jetzt einfach mal upgegradet. Und hier noch das Schwert. Ja, mir fehlt Drehmetall. Ich brauche dringend noch was Drehmetall hier für das Schwert. Jo, müssen wir also auch noch besorgen. Dann haben wir hier jetzt noch kurz diese Scout-Gewehrverbesserung. Dann haben wir hier noch was. Und zwar mehr Pistolenmunition. Können wir auch nicht viel mit anfangen. Und der schicke Helm kriegt auch noch Superenergie, sobald Lakaien der Dunkelheit ausgeschaltet werden. Gut. Naja, wir bauen alles ein bisschen mehr auf. Und damit war es das für heute. Ich guck mal, ob ich bei den Engrammen noch irgendwas Schickes dabei habe. Aber das mache ich dann ohne euch. Dann macht's gut. Bis demnächst. Bye, bye.